Kaum bemerkten die Langstreckenscanner der Mondbasis das unbekannte Flugobjekt, da stiegen auch schon zwei Interceptorjäger mit Kurs auf sie in den Himmel auf. Im Erdorbit angelangt, bereiteten sie den Außerirdischen einen warmen Empfang. Aber das UFO steuerte unbeirrt weiter auf die Erdoberfläche zu. Erst als es den Luftraum von bewohntem Gebiet erreichte, zwangen die Interceptorjäger es zu Boden. In dem Moment befand sich XCOM Skyranger bereits im Anflug. Kaum berührte dessen Fahrwerk den Boden, schwärmten die schwer bewaffneten Soldaten bereits aus. Im nächsten Moment setzte das Surren der Miniguns ein, gefolgt vom ohrenbetäubenden Gesang der Hohlmantelgeschosse und Platzen außerirdischer Körper. In rascher Folge sackte ein Eindringling nach dem anderen zusammen. Eingeschüchtert von XCOMs Reaktionszeit und Schlagkraft, retteten sich die letzten grünen Männchen in ihr Raumschiff und steuerten auf die Weiten des Alls zu. Dies ist die Geschichte von MicroProse XCOM Spielereihe. Julian Gollops Kindheit glich einem Nomadendasein. In Indien geboren, reiste seine Familie nach England, dann Schweden und dann wieder ins Herz Großbritanniens. In einer Zeit ohne Internet war es ein unmögliches Unterfangen für Julian, Freundschaften aufrechtzuerhalten. Dafür wuchs der Zusammenhalt seiner Familie. Brettspiele wurden eine Tradition der Gollops. Besonders zu Weihnachten war es garantiert, dass Nix und Julians Vater ein neues Brettspiel kaufte, was sie gemeinsam spielten. Julian liebte die Avalon Hill und Games Workshop Titel so sehr, dass er mit 12 anfing, eigene Brettspiele zu entwerfen. Eine seiner frühen Schöpfungen war das Pen and Paper Game Time Lords. Ein Spiel mit 5 imaginären Planeten und 15 Zeitzonen, bei dem der Spieler als Time Lord die Kriege finden musste, die sein Volk im Laufe der Jahrhunderte auf den diversen Planeten verloren hatte, um ihren Verlauf umzulenken und dadurch die Zukunft seines Volkes zu beeinflussen. Das verständliche Problem dieses von Doctor Who inspirierten Brettspiels war, dass die Spieler die ganzen Ereignisse unmöglich im Kopf behalten konnten, weshalb Julian seinen Freund Andy Green bat, es auf seinem BBC Micro zu programmieren. Dieser Moment im Jahre 1983 war Julians Einstieg in die Videospieleindustrie. Er kaufte einem Freund für 25 Pfund dessen alten ZX81 ab und brachte sich selbst Basic bei. Darin schrieb Julian Nebula, ein äußerst rudimentäres Strategiespiel um die Kolonisierung der Galaxie. Mit dem ebenfalls 1984 erschienenen Rebel Star Raiders wagte sich Julian erstmalig an ein teambasierendes Taktikspiel. Es war erneut von Brettspielen abgeleitet. Games Workshops, Sniper und Snapshot dienten ihm als Vorlage. Dessen Nachfolger Rebel Star und das folgende Chaos the Battle of Wizards entwickelte Julian, während er sich eine Auszeit zwischen Highschool und College gönnte. Eine Zeit, in der er zur Assembler-Programmierung wechselte. Beide Spiele zeigten bereits die stetige Evolution zu dem Spiel, was Julian groß rausbringen würde. Sie boten Aktionspunkte sowie ein Moral- und Finanzsystem. Langsam aber sicher wurde Julian klar, dass seine College-Laufbahn nirgends hinführte. 1987 gründete er zusammen mit seinem Freund Ian Terry und seinem Vater als Geldgeber Target Games. Als Publisher Firebird ihr gemeinsames Rebel Star 2 veröffentlichte, verabschiedete sich Ian bereits wieder. Target Games wechselte vollständig in Familienhand und wurde zu Mythos Games. Unter dieser Flagge programmierte Julian die Spectrum sowie Amstrad-Version von Laser Squad und sein Bruder Nick die C64-Fassung. Laser Squad war Julians Vorstufe zu XCOM. Es umfasste bereits multiple Szenarien, ein verdecktes Bewegungssystem mit Sichtlinien, Ausrüstungsmanagement und eine zerstörbare Umgebung. Nach einem kurzen Abstecher für ihren Chaos-Nachfolger Lords of Chaos 1990 fingen die Brüder mit ihrem Konzept von Laser Squad 2 an. Im Herbst 1991 hatte Nick eine erste Demo davon auf ihrem neuen Atari ST kreiert, während Julian die Firma durch Datenbankprogrammierung über Wasser hielt.
Er und sein Bruder waren überzeugt, Laser Squad 2 würde ihr Durchbruch werden. Aber dieser Schritt bedurfte ebenso eines namhaften Publishers. Nicht lokaler Größen wie Blade Software oder Redshift, die ihre ersten Werke veräußert hatten und finanziell nicht in der Lage waren, die von den Geschäften bestellte Spieleanzahl zu fertigen. Domark, Chrysalis und vor allem Microprose waren ihre Traumfirmen. Microprose hatte im Jahr zuvor bereits Sid Meier's Railroad Tycoon und gerade aktuell Civilization herausgebracht. Zwei Spiele, welche die Gollop-Brüder vergötterten und Microprose somit in ihren Augen zum ultimativen Publisher machten. Microproses britische Niederlassung bestand zu der Zeit hauptsächlich aus einem Publishing-Label, das ein kleines Studio in Stroud unterhielt und einige externe Entwickler beaufsichtigte. Die Firma selbst war beinahe ein Jahrzehnt zuvor in Baltimore, Maryland von Wild Bill Steely und Sid Meier gegründet worden. Dort in den USA entstanden die wahren Hits, nicht in Großbritannien. Microprose UK durfte stets die Konvertierung auf andere Plattformen handhaben und natürlich den europäischen Vertrieb managen. Ihre amerikanischen Kollegen sahen sie als das kleine Ziehkind an. Ein Image, von dem sich die Briten ganz klar zu lösen versuchten. Sie mussten ihren US-Kollegen zeigen, dass auch sie einen Verkaufsschlager wie Civilization abliefern konnten. Zu dem Zeitpunkt meldeten sich die Gollop-Brüder bei ihnen. Oder genauer gesagt bei Produzent Pete Moreland. Pete hatte selbst Laser Squad gespielt und war von der Grundidee begeistert. Er wollte aber ebenso ein Civilization-Gegenstück produzieren, weshalb er den Gollops drei Änderungen diktierte. Ihr Spiel müsse auf der Erde statt dem Mars spielen, damit sich die Spieler emotional damit verbunden fühlten. Es musste einen Technikbaum zum Erforschen von Waffen und Ausrüstung enthalten und zu guter Letzt ebenfalls ein Gegenstück zu Civilizations Civilopedia bieten. Was effektiv bedeutete, Laser Squad 2 würde immens im Spielumfang und Entwicklungszeit wachsen. Pete war obendrein ein gewaltiger Fan von Gary Andersons UFO-Fernsehserie, womit das Spiel ideal den Erdaspekt erfüllen würde. Denn die britische UFO-Show drehte sich um die von der Erde operierende Shadow-Geheimorganisation, die ebenso eine Überwachungsstation auf dem Mond unterhielt. Dieser Vorschlag brachte Julian auf die Geoscape. Die Übersichtskarte in Form der rotierenden Erde samt Tag- und Nachtzyklen, die sämtliche Ereignisse aufzeigte. Der Spieler durfte aus dieser Perspektive alle strategischen Aspekte managen. Beginnend vom Standort seiner Basis bis hin zum Abfang von UFOs und deren Bergung. Die Geoscape vermittelte dem Spieler den Eindruck, gottgleich zu sein und alle Freiheiten zu genießen. Julian kombinierte Pete's UFO-Vorschlag mit Timothy Goods Buch Alien Liaison, in dem ein Area 51-Ingenieur Reverse Engineering von UFOs betrieb. Es beschrieb ebenso die Entführung von Rindern und Menschen. Beides wanderte direkt ins Spiel. Der Spieler versuchte, UFOs mit Abfangjägern im Luftraum abzuschießen. Wurde diese erste Verteidigungslinie durchbrochen, entsandte er den Skyranger Truppentransporter zum gelandeten oder abgestürzten Schiff. Dort entbrannte das taktische Runden-Gameplay, was bereits Julians frühere Spiele prägte. Sobald die Außerirdischen bezwungen waren, barg das Team Leichen und Technologie zum Erforschen eigener Ausrüstung. Statt direkt UFOs Shadow-Geheimorganisation zu übernehmen, kam Microprose-Designer Stephen Hand auf die Extraterrestrial Contact Force. Da sich X-Con jedoch sehr nach einer Verbrecherorganisation anhörte, wurde sie zur X-Com, der Extraterrestrial Combat Force. Für den europäischen Release adaptierte Julian jedoch den Titel der Serie für Spiel. Laser Squad 2 wurde zu UFO Enemy Unknown. Während Julian und Nick zusammen mit Grafikern sowie Designern von Microprose UK an dem Spiel arbeiteten, steuerte der Microprose Hauptsitz in Baltimore auf seine erste große Finanzkrise zu. Gründer Bill Steely verkaufte seine Firma im Sommer 93 an die Investmentfirma Kleiner Perkins, welche wiederum die Spectrum Holobyte-Führung als Kontrollinstanz einsetzte.
Obwohl MicroProse somit Spectrum Holobyte unterstand, war es die größere Firma und auch das bekanntere Label, weshalb MicroProse unter ihrem eigenen Namen fortbestand. Infolge von Spectrum Holobytes Umstrukturierung verloren auch 40 Mitarbeiter von MicroProse UKs Niederlassung in Chip-in-Sudbury ihren Job. Das Zweitstudio in Stroud wurde komplett geschlossen. Zahlreiche laufende Projekte fanden durch den Rotstift der neuen Firmenleitung ihr Ende. So auch UFO Enemy Unknown. Pete Morland behielt seinen Job jedoch und er war weiterhin darauf aus, den Amerikanern zu zeigen, dass sie Spielehits produzieren konnten. So ignorierte er die Anordnung und verheimlichte die lediglich $5,000 hohen monatlichen Entwicklungskosten des Spiels. Auf diese Weise war es Julian und Nick möglich, ihr Spiel weit über die geplante 18-monatige Entwicklung voranzutreiben. Im Dezember 1993 hatten sie entspannte 27 Monate ins Spiel gepumpt, als der Spectrum Holobyte Aufsichtsrat ein Problem auf die Firma zukommen sah. Bis zum Ende des Finanzjahres im März 1994 würde kein neuer Kassenschlager fertig werden. In dem Moment zog Pete seine Trumpfkarte aus dem Ärmel. Er enthüllte, dass sie UFO gar nicht eingestellt hatten und rettete damit die Firmenbilanz. Für die Gollop-Brüder bedeutete es jedoch, dass ihr Spiel nun in 3 Monaten vollendet werden musste. Sie hatten haufenweise Systeme wie das UFO-Abfangen, die Echtzeit-Geoscape, den Basenbau, die Forschung und natürlich das Battlescape-System. Letzteres war zwischenzeitlich sogar zu einem isometrischen System aus prozedural generierten Umgebungen und Lichtabstufungen für Nachteinsätze angewachsen. Aber die Systeme griffen alle noch nicht ineinander. Mit der Unterstützung von 7 MicroProse-Mitarbeitern durchliefen Julian und Nick 3 Monate Crunchtime, damit UFO Enemy Unknown im März 1994 das Licht der Welt erblickte. UFO wurde ein bombastischer Durchbruch. Englische sowie amerikanische Magazine wie Computer Gaming World oder Electronic Gaming Monthly überschütteten es mit Lobeshymnen. Es erhielt eine 94% Durchschnittswertung und verkaufte sich innerhalb des ersten Jahres bereits mehr als 400.000 Mal, womit es einen besseren Start als Civilization hinlegte. Die Gollops selbst legten eine Amiga-Portierung nach und MicroProse konvertierte es auf Sonys PlayStation. Versionen, die unter anderen Namen wie XCOM UFO Defense und XCOM Enemy Unknown erschienen. Mit ca. $180,000 Entwicklungskosten wurde es MicroProse bis dahin gewinnbringendstes Spiel. Allein Julian und Nick erhielten $1,5 Millionen Gewinnbeteiligung, was nur ein Bruchteil des MicroProse-Gewinns war. Ungeachtet dieser Verkaufszahlen verstrichen mehrere Monate, bis MicroProse Interesse an einem Nachfolger bekundete. Als der Tag endlich kam, forderte MicroProse mehr Mitspracherecht am Projekt und dass es innerhalb von einem halben Jahr fertig sein musste. Julian hielt das für ein unmögliches Zeitfenster, um etwas Bedeutsames an den Spielmechaniken ändern zu können. Aus seiner Sicht liefen 6 Monate auf einen Reskin des vorhandenen Spiels hinaus, also nichts weiter als neue Orte und Grafiksets. Da ihn und Nick außerdem das Gefühl beschlich, die kreative Kontrolle über ihr zweites Werk zu verlieren, unterbreiteten sie MicroProse einen Gegenvorschlag. Sie überließen MicroProse UK den gesamten Code von UFO Enemy Unknown, damit diese den Nachfolger XCOM Terror from the Deep selbst handhaben konnten. Zeitgleich begann Mythos Games mit der Produktion von Julians Nachfolger XCOM Apocalypse. UFO Enemy Unknown spielte in den fiktiven Jahren 1999 bis 2002, eine Zeitperiode, die vom Spielrelease an als der erste Alien-Krieg in die offizielle Zeitleiste einging. Nach ersten Kontakten mit den Außerirdischen im Jahre 1998 gründete das United Nations Security Council am 11. Dezember die Extraterrestrial Combat Unit, deren erste Basis ging im Januar 1999 in Betrieb. Mit anfangs nur 2 Interceptor-Orbitaljägern und einem Skyranger-Truppentransporter holten die XCOM-Soldaten unzählige außerirdische Raumschiffe vom Himmel, bargen deren Ausrüstung und re-engineerten sie zur eigenen Verwendung.
Ungeachtet der zunehmenden UFO-Sichtungen und Entführungen kam der Bau neuer XCOM-Basen aufgrund mangelnder Finanzierung bereits innerhalb weniger Monate zum Erliegen, weshalb die XCOM-Basiskommandanten das Problem selbst in die Hand nahmen. Sie verkauften die entwickelte Ausrüstung und Waffen für Profit an den Höchstbietenden. Der einzige Haken an ihrem Plan war Illyrium 115, ein Element, was die Außerirdischen als Energiequelle ihrer Technologie verwendeten und auf der Erde höchstens in UFO-Wracks zu finden war. Wodurch neben der Bekämpfung der Außerirdischen ebenfalls ein Wettrennen verschiedenster Firmen auf die abgestürzten Flugobjekte begann. Nach 2 Jahren des Krieges, den die Menschheit langsam aber sicher verlor, realisierten die Kommandanten, dass die Infrastruktur des Feindes und deren Führung sich nicht auf unserem Planeten befinden konnte. Durch Kidnapping und Verhör eines außerirdischen Befehlshabers machten sie deren Basis auf dem Mars ausfindig, woraufhin sie mit ihrem neu konstruierten interplanetaren Avenger-Jäger die Cydonia-Basis stürmten und deren Oberhaupt, das Alien Brain, vernichteten. Doch mit dem Ende des ersten Alien-Krieges stoppte ebenso der Technologiesprung. Bereits 2005, 3 Jahre nach der Cydonia-Vernichtung, hatten Konzerne sämtliche UFO-Absturzstellen an Land geplündert. Die Suche setzte sich auf dem Meeresboden fort, bis Forscher erkannten, dass Salzwasser Illyrium 115 unbrauchbar machte. Weitere 5 Jahre später hatte die Menschheit eine weitere bemannte Mission zum Mars entsandt und auch Cydonias Illyrium 115 Bestände geplündert. Beinahe 30 Jahre danach, im Jahre 2039, war XCOM längst eingemottet, deren Basen verkauft oder teilweise in Vergnügungsparks umgebaut. XCOMs ehemals erste Unterwasserbasis gehörte zwischenzeitlich Software-Tycoon Denman Williams und operierte im Nordatlantik als Sorezo. Sie untersuchten gerade UFO-Absturzstelle 137 nahe der Titanic, als ihr U-Boot Kimta aus unbekannten Gründen implodierte. Es vergingen weitere 2 Monate, bis die Blackbox geborgen war und Kimtas Notruf zum Pentagon vordrang. Ihre letzte Meldung war: "Ich glaube, sie sind zurück." Auf was genau die neu ins Leben gerufenen XCOM-Soldaten dort unten stießen, war ein 400 Milliarden Tonnen schweres außerirdisches Kolonieschiff eines völlig anderen Volkes. Sie standen Hummermännern, halluzinogenen Terrorquallen und anderen zweibeinigen Unterwasserlebewesen gegenüber, denen sie sich lediglich mit Harpunengewehren und Torpedowerfern erwehren konnten, denn sämtliches Illyrium war längst aufgebraucht. Auf diese Weise erklärte XCOM Terror from the Deep den erneuten Anfang bei Null. Denn wie von Julian vorgeschlagen, wurde es trotz Microproses, 15-Mann-Team und 1 Jahr Entwicklungszeit prinzipiell eine Unterwasserversion des ersten Spiels. Das aquatische Szenario wirkte optisch jedoch ansprechender und Microprose steigerte den Schwierigkeitsgrad sowie Spielzeit, indem sie die Karten vergrößerten. Eine Änderung, die das Spiel aus Julians Sicht schlichtweg langweiliger gestaltete. Ganz so schlimm sahen es die Käufer jedoch nicht. Es wurde das Spiel, von dem alle sagten, es wäre auch okay. Im Prä-Internet-Zeitalter stoppte diese Einschätzung die Verkaufszahlen jedoch keineswegs. Die Wertungen der Magazine lagen durchschnittlich 8 oder 9% hinter denen des Vorgängers. Aber das brachte Terror from the Deep immer noch auf solide 85%. Und mit der Mundpropaganda seines Vorgängers verkaufte Microprose beinahe doppelt so viele Exemplare wie von Teil 1. Mythos Games 1985 erschienenes Chaos – The Battle of Wizards basierte vage auf Games Workshops Warlock-Brettspiel. Zur damaligen Zeit stand Mythos Publisher in Verhandlungen mit Games Workshop, deren Judge Dredd-Brettspiel umzusetzen. Julian wollte den Spieler mit einer Squad Judges auf Verbrechensjagd mit taktischen Kampfsequenzen schicken. Games Workshop wünschte sich hingegen einen seitlich scrollenden Plattformer, bei dem der Spieler als Judge Dredd ebenso mit dem Motorrad umherfahren konnte. Da Julian dieser Ansatz gänzlich widerstrebte, trugen die damaligen Verhandlungen keine Früchte. Als er dann beinahe ein Jahrzehnt später die 3-jährige UFO Enemy Unknown Entwicklung hinter sich brachte, konnte er XCOM nicht mehr sehen.
Obwohl es aus finanzieller Sicht unlogisch erschien, lag es Julian fern, Kapital aus dem UFO-Erfolg zu schlagen. Er wollte zu seinem damaligen Judge Dredd-Vorhaben zurückkehren. Da MicroProse jedoch auf einen XCOM-Nachfolger bestand, hob er schlicht sein Judge Dredd-Konzept ins XCOM-Universum und formte daraus XCOM Apocalypse. Was bedeutete, eine lebende Stadt mit verschiedenen Fraktionen zu erschaffen, die in ökologischer Beziehung zueinander standen. An der Spitze jeder Organisation sollte ein Anführer stehen, der verfolgt, festgenommen, verhört und ermordet werden konnte. Sämtliche Organisationen sollten in der Lage sein, Gebäude entsprechend ihrer Finanzlage zu kaufen oder verkaufen. XCOM-Agenten sollten andere Organisationen ausspionieren, um an wertvolle Informationen zu gelangen. Ein ausgeklügeltes Diplomatie-Interface sollte dem Spieler erlauben, aggressive oder defensive Bündnisse mit den verschiedenen Fraktionen zu überwachen. Hinzu kamen multiple Alien-Dimensionen, die pseudo-zufällig generiert wurden. Darüber hinaus sollte XCOM Apocalypse mit einem Szenario-Generator und Mehrspielermodus ausgeliefert werden. Viele dieser Features schafften es jedoch nie durch die Qualitätssicherung. Das einzige Feature, an das sich Nick und Julian erbarmungslos klammerten, war der Wechsel zwischen einem Echtzeit- und rundenbasierenden Kampfmodus. Ein innovatives Konzept, was durch Hits wie Dune 2 oder Warcraft entstand. Während der Rundenmodus ähnlich dem Vorgänger funktionierte, wählte der Spieler im Echtzeitmodus schlicht den Zielpunkt eines Soldaten. Erspähte dieser auf dem Weg dorthin einen Feind, eröffnete er das Feuer oder suchte automatisch Deckung. Alles gemäß der Anweisung, die der Spieler für jeden Soldaten festlegen konnte. Dabei hatte er die Wahl zwischen einem Schnellschuss, gezielten Schuss, automatischem Feuer oder schlichtweg nicht anzugreifen. Der anfängliche Apocalypse-Plan sah wie im ersten Teil eine Geoscape mit multiplen Städten und ebenso einer Fahrzeugkampfsimulation vor. Doch schon während sich die Gollop-Brüder um die Konstruktion der Stadtfeatures kümmerten, wurde ihnen klar, dass dieser Ansatz schlicht zu umfangreich gedieh. Denn schon die 5 Schwierigkeitsgrade erforderten komplett unterschiedliche Versionen der Städte, weshalb das endgültige Spiel lediglich eine einzige Metropole, Mega Prime, umfasste. Statt der Geoscape erhielt XCOM Apocalypse eine zweidimensionale Cityscape, von der aus der Spieler seine XCOM-Operation managte und außerirdische Angriffe abwehrte. Er begann mit einem unterirdischen Bunker im Stadtzentrum, der an den technologischen Stand des Vorgängers anknüpfte und breitete sich von dort aus in die 5 Stadtbezirke aus, um im Falle einer Sichtung schneller am Einsatzort zu sein. Jede Basis bot unterschiedlich viel Platz für Unterkünfte, Trainingsräume, Labore, Verteidigungsinstallationen und Fahrzeughangars. Das rekrutierbare Personal unterteilte sich dabei in Soldaten und Forscher, von denen letztere wiederum Biochemiker und Quantenphysiker zur Erforschung außerirdischer Lebensformen und Technologien oder Ingenieure zur Konstruktion neuer Ausrüstung und Fahrzeuge sein konnten. Soldaten waren in XCOM Apocalypse nicht nur menschlich, sondern konnten ebenso Androiden oder Sektoid-Hybride sein, selbstverständlich abhängig davon, in welchem Verhältnis der Spieler mit der androidenrechte Fraktion Self oder der Mutant Alliance stand. Abgesehen vom fanatischen Cult of Xerios startete der Spieler mit beinahe allen der 20 verschiedenen Organisationen neutral. Sie auf der eigenen Seite zu haben, entpuppte sich als gewaltiger Vorteil, denn ohne Nanotech gingen XCOM die Medikits aus und ohne Transstellar die Transportwege. Polizeifraktion Megapol ging wiederum von sich aus gegen UFOs vor und war nebenbei einer der 2 Waffenhersteller. Sie alle konnten sich gegenseitig bekämpfen, was die Außerirdischen selbstverständlich umgehend zu ihrem Vorteil nutzten. Genauso konnte der Spieler sie verärgern, indem er bei einem Einsatz ihre Einrichtungen beschädigte, wofür er dann wiederum finanzielle Entschädigungen anbieten konnte, um sie gnädig zu stimmen. Bei dieser Vielfalt wird schnell klar, warum die Gollops trotz 3 neuer Programmierer aus ihrem Freundeskreis schnell an ihre Grenzen stießen. Darüber hinaus bekam XCOM Apocalypse innerhalb seiner 3-jährigen Entwicklung 5 verschiedene Produzenten, denn Spectrum Holobyte entließ in dieser Zeitspanne unzählige Mitarbeiter und firmierte sich als MicroProse neu. Ungeachtet dessen bestand der Software-Riese darauf, erneut sämtliche Grafiken des Spiels anzufertigen.
Nach dem finanziellen Erfolg der ersten beiden Veröffentlichungen wollten sie die Optik deutlich aufbessern, womit nicht der neue zoombare 640-480 SVGA-Modus gemeint war, sondern die Stadtlandschaft, Fahrzeuge und Außerirdischen selbst. MicroProse heuerte einen externen Künstler an, der physikalische Modelle sämtlicher Aliens entwarf, die sie dann fotografierten und einscannten. Dabei verstanden sie jedoch nicht, wie die isometrische Perspektive funktionierte, was im Endeffekt zu unzähligen Komplikationen und einer generell katastrophalen Zusammenarbeit führte. Julian widerstrebte alles an der Optik des Spiels, abgesehen des Fahrzeugdesigns. Im Nachhinein sah er das gesamte Werk als einen Fehlschlag an. Er bereute es, nicht auf den ersten Auftrag eingegangen zu sein, UFO schlichtweg mit neuer Optik zu versehen. Nichtsdestotrotz verkaufte sich XCOM Apocalypse bei seinem Juni 1997 Release extrem gut. Innerhalb der ersten drei Wochen setzte MicroProse bereits 120.000 Exemplare ab, die sich am Ende auf das Dreifache des ersten Spiels steigerten. Nach somit 6 Jahren XCOM kehrten Nick und Julian zu ihrem Fantasy-Konzept von Chaos: The Battle of Wizards zurück. Für ihr Folgewerk Magic and Mayhem erweiterten sie ihren 1985er Kassenschlager um einen zauberschwingenden Hauptcharakter und vollendeten ihre Reise zu den Echtzeitkämpfen. Ironischerweise griffen sie für die cinematischen Sequenzen auf Claymation zurück, was nicht nur der anfänglichen Idee der XCOM Apocalypse Grafiker entsprach, sondern ebenso die Herangehensweise von Blizzard North für ihr erstes Diablo war. Entgegen dem Hack'n'Slay-Rollenspiel besaß der junge Zauberer Cornelius jedoch keine endlosen Mana-Vorräte. Er musste zur Auffrischung hingegen Orte der Macht erobern und von seinen beschworenen Untertanen bewachen lassen. Zusammen mit einem einzigartigen Zaubersystem und 3 Kontinenten, die von König Arthurs Avalon über das antike Griechenland bis hin zum keltischen Albion reichten, wurde Magic and Mayhem bereits 1 Jahr nach XCOM Apocalypse zu einem gut verkauften Fantasy-Epos. Im Verlauf der XCOM Apocalypse-Entwicklung hatte MicroProse längst das Zepter des besten Strategiespiel-Publishers abgegeben. In Europa lief ihnen Virgin Interactive Entertainment, vor allem durch die Command & Conquer-Reihe, den Rang ab. Weshalb die Gollops einen 5-Spiele-Vertrag mit Virgin abschlossen, deren erstes Werk logischerweise Magic and Mayhem wurde. Durch diesen Deal entbrannte ein Streit um die XCOM-Lizenz, deren gesamten Quellcode Mythos Games mittlerweile MicroProse überlassen hatte. Infolgedessen prophezeiten die Anwälte der Gollops, MicroProse würde eine Gerichtsverhandlung höchstwahrscheinlich gewinnen, weshalb Mythos Games nachgab und zugunsten einer höheren Gewinnbeteiligung an den XCOM Apocalypse-Verkäufen MicroProse sämtliche Rechte überließ. Lange vor all dem, im März 1992, fing der ehemalige Vertriebler David Ellis in MicroProse's Customer Service an. Es vergingen gerade mal 4 Monate, bis er zur Qualitätssicherung aufstieg und sich um Darklands kümmerte. David arbeitete Tag und Nacht. Wenn er nicht gerade Spiele testete, schrieb er Help-Files für MicroProse Spiele, welche Kunden über deren BBS herunterluden. Aufgrund dieser Werke unterbreitete ihm die Dokumentationsabteilung das Angebot, den offiziellen XCOM UFO Defense Strategy Guide zu schreiben. 14 Strategy Guides und 2 Simulations-Add-ons später stieg David zum Designer auf, wodurch er die CivNet-Tutorials entwarf, die Civilopedia von Civilization 2 konstruierte und die Hintergrundgeschichte von Klingon Honor Guard schrieb. Als sich dann XCOM Apocalypse dem Erscheinen näherte, entbrannten in MicroProse Hauptquartier die Diskussionen, was sie mit der XCOM-Marke als nächstes machen könnten. MicroProse beabsichtigte, die Marke auf andere Genres auszuweiten, wie LucasArts es mit Star Wars tat, weshalb David zusammen mit Sounddesigner Mark Race und Dokumentationsleiter John Posidente über neue Ideen brainstormte. Wenige Tage später pitchte David Spectrum Holobytes Chef Gilman Louie bereits das Konzept für XCOM Interceptor, einer Kreuzung aus X-Wing und den bisherigen XCOM-Spielen. Statt auf taktische Missionen mit einer Soldatentruppe zu gehen, sollte der Spieler in einen Interceptor-Raumjäger steigen und außerirdische Raumschiffe in Feuerbälle verwandeln.
Ihre Idee war es, das Basenmanagement auf Orbitalstationen im Weltraum zu verlagern und weitestmöglich zu vereinfachen, während eine von Microprose bewährten Simulationsengines die Raumgefechte antreiben sollte. Gilman Louie gab XCOM Interceptor augenblicklich grünes Licht und unterstellte David als leitendem Designer das Chapel Hill Studio. Das kleine North Carolina-basierende Studio war bis dahin ausschließlich für die Programmierung von Portierungen zuständig gewesen und durfte quasi zum ersten Mal beweisen, zu größerem geboren zu sein. Aus Sicht unzähliger Fans gedieh XCOM Apocalypse zwischenzeitlich zum schwarzen Schaf der Reihe. David störten an dem Spiel vor allem die neuen interdimensionalen Aliens. Den ersten beiden Spielen zufolge waren Sektoide und Etherals die mächtigsten Wesen im Universum. Wie war es den neuen außerirdischen Völkern also urplötzlich gelungen, sie zu unterjochen? Missos Games Konzept macht aus Davids Sicht null Sinn, weshalb er XCOM Interceptor zwischen dem zweiten Alien War von Terror from the Deep und dem Mega Primus War von Apocalypse ansiedelte. 23 Jahre nach dem zweiten Alien-Krieg, im Jahr 2065, entdeckte eine Telemetriesonde 100 Lichtjahre von der Erde entfernt ein extrem mineralienreiches Sternensystem, das Spuren von Illyrium 115 aufwies. Innerhalb eines halben Jahres brachen die ersten drei Erdunternehmen ins neue Grenzland auf, wo sie selbstverständlich auf außerirdisches Leben stießen. Bis November 2066 verlagerten Waffen- und Raumschiffproduzenten wie Marsec oder Cybermode Systems ihre Bemühungen ebenfalls ins Grenzland und im Januar 2067 ging schließlich die XCOM Base One in Betrieb. Ausgestattet mit den neuesten Transstellar X-1A Lightning II Interceptorjägern sollte sie im Namen des neu gegründeten Galactic Science Corps für Sicherheit in der Galaxie sorgen. Was ähnlich wie bei den Vorgängerspielen bedeutete, wenn der Spieler bei der Verteidigung einer Raumstation versagte, versiegte sein Budget und ihm gingen die Vorräte aus. Der Spieler begann mit einer Basis in der Mitte der Galaxie und musste von dort aus weitere Orbitalstationen errichten, um langsam aber sicher für Frieden im Universum zu sorgen. Jede Basis ließ sich um Module zur Behausung, dem Training von Rekruten oder Verteidigungssystemen erweitern. Zudem durfte der Spieler Mannschaften festlegen und Bewaffnung der Jäger spezifizieren. Entgegen der Strategiespiele wurden Piloten dafür schlichtweg angeheuert und Forscher sowie Ingenieure entfielen. Erbeutete Rohstoffe wanderten wie von Geisterhand zur Erde und als Austausch lud der Spieler Forschungsergebnisse zur Konstruktion neuer Raumjäger oder Waffen herunter. Der Action-Teil des Spielgeschehens setzte ein, wenn die Scanner eine außerirdische Patrouille oder Angriffsflotte aufspürten. In dem Fall entsandte der Spieler eine Flotte Raumjäger und wechselte beim Kontakt ins Cockpit. Wodurch das entstand, was Magazine und Käufer im Nachhinein am stärksten bemängelten. XCOM Interceptor zwang den Spieler, jeden Einsatz selbst zu fliegen. Es gab keinen Kampf-über-Springen-Knopf. Was nach dem ersten Drittel des Spiels, wenn er bereits die besten Schiffe und Waffen besaß, bedeutete, mehr Zeit im Ladebildschirm zu verbringen, als die monotonen Gefechte auszutragen. Ein Problem, was das Chapel Hill Team erst 3 Monate vor dem Release erkannte, denn zu dem Zeitpunkt setzten sie zum ersten Mal die Strategiekomponente mit dem Raumkampf zusammen. Worauf sie zu den bisherigen 3 Missionsarten, Abfang, Basisverteidigung und Basenangriff, einige Spezialmissionen skripteten, wie zum Beispiel die Bergung eines außerirdischen Artefakts oder die Entdeckung einer Piratenbasis. Mit Gefechten in den Tiefen des Weltalls ohne direkte Beziehung zur Erde hielt David es für wichtig, zumindest indirekt eine Beziehung zu den Ursprüngen zu vermitteln. Weshalb das XCOM Interceptor-Spielgeschehen von regelmäßigen Nachrichtenmeldungen des HNN Networks unterbrochen wurde. Sie berichteten von Revolten des Cult of Sirius oder dem Verlust der UGS Patton im Orbit des Mars. Chapel Hills 14-Mann-Team war äußerst stolz auf ihre 1,5-jährige Arbeit. Ihnen war bewusst, dass ihr 1-Million-Dollar-Projekt es nicht mit den 10-Millionen-Dollar-Spielen der Wing Commander-Reihe aufnehmen konnte. Dennoch hofften sie, einen Teil vom Space-Combat-Kuchen abzubekommen.
Bedauerlicherweise verlief der Juni 1998 Release jedoch gänzlich anders. XCOM Interceptor trat gegen Decent Free Space und die fünfte Generation von Origins Wing Commander Reihe an, wodurch es gerade mal 30.000 Exemplare weltweit verkaufte. Wie schlecht sich die Absatzzahlen von XCOM Interceptor entwickelten, war noch nicht vollständig absehbar, als Hasbro Interactive knapp zwei Monate später MicroProse für 70 Millionen Dollar kaufte. David Ellis war zwischenzeitlich zum XCOM-Guru der Firma geworden, nicht nur weil er seit Anfang an die Strategy Guides der Spiele schrieb, sondern mittlerweile ebenso die gesamte Hintergrundgeschichte des XCOM-Universums festlegte. Woraufhin Chapel Hills Studioleiter ihn zum offiziellen Loremaster des Franchise machte. Sämtliche Entscheidungen bezüglich XCOM-Titeln wanderten fortan über Davids Schreibtisch. Für David erschien die XCOM-Zukunft mit Hasbro Interactives Akquirierung glamourös. Als Tochterfirma des Spielzeugriesen Hasbro entbrannten Diskussionen über XCOM-Spielzeug, Comicbücher, Romane und Zeichentrickserien. Tom Dusenberry, Hasbro Interactives Gründer, war ein Pionier des Internets. Er war bereits 1995 die Domain Gamescom, um darüber Online-Games zu vermarkten. Vergleichsweise dachten andere Videospielentwickler erst ein oder zwei Jahre später darüber nach, ob sie auf den Internet-Hype aufspringen und eine Homepage eröffnen sollten. In diesen noch relativ jungen Jahren des Internets feierte Hasbro Interactive Erfolge mit ihrer E-Mail-Games-Reihe. Gewissermaßen einem rundenbasierenden Spiel, bei dem jeder Zug per E-Mail übermittelt wurde. Sie erlangten erste Erfolge mit E-Mail-Games, Scrabble und legten dann Schach, NFL-Football, Schiffe versenken und viele mehr nach. Diese äußerst günstigen Spiele mit hunderttausenden Käufern machten selbstverständlich auch vor einem ohnehin schon rundenbasierenden Spiel wie XCOM nicht halt. XCOM First Alien Invasion lässt sich am besten als eine Light-Version der taktischen Begegnung beschreiben. Ein Spieler übernahm die Rolle der Außerirdischen und der zweite die von XCOM-Soldaten auf demselben Schlachtfeld. Jede Seite begann mit bis zu 6 Einheiten, wobei zwischendurch neue Einheiten auf dem Schlachtfeld erscheinen konnten. Der Spieler, der die Partie begann, durfte seine Seite wählen, seinen Nickname und die E-Mail-Adresse des Gegners festlegen. Letzterer bekam dann tatsächlich eine Benachrichtigung per E-Mail. Diese enthielt ebenfalls einen Download-Link des Clients, sollte er selbst kein XCOM-E-Mail-Game besitzen. Damit machte er anschließend seinen Zug, der dann per E-Mail an den ersten Spieler zurückgeschickt wurde. Wie der Name bereits vermuten lässt, siedelte MicroProse XCOM First Alien Invasion geschichtlich kurz vor UFO Enemy Unknown an. Quasi im Auftakt des ersten Alien Wars. First Alien Invasion lief für 2 Jahre erfolgreich auf Hasbro Interactive Servern, bis schließlich Enfrangramme MicroProse übernahm, aber dazu später mehr. Im Anschluss an XCOM Interceptor stellte das Chapel Hill Studio zunächst Civilization 2 Multiplayer Gold fertig und blätterte dann mit der Hasbro Interactive Übernahme durch deren IP-Katalog, wodurch vorübergehend Prototypen für eine Monopoly-Neuauflage und ein The Simpsons Game entstanden. Weitere 4 Monate später begann David Ellis dann, das Design für XCOM Genesis zu verfassen. Gewissermaßen eine Neuauflage der ersten beiden Spiele mit allem, was sie großartig machte. Jedoch mit dem feinen Unterschied, dass die taktischen Kämpfe von Epic Mega Games Unreal Engine angetrieben wurden und ähnlich wie in Baldur's Gate in Echtzeit mit Pausefunktion abliefen. Dabei versuchte David, sich weiterhin von dem XCOM Apocalypse Geschichtsstrang und dessen 50er Jahre Look zu distanzieren. Gleichzeitig wollte er aber auf dem Stand von UFO und Terror from the Deep aufbauen, weshalb er XCOM Genesis nach Apocalypse ansiedelte. Die Einleitungssequenz des Spiels sollte die totale Zerstörung von Mega Primus zeigen. Julian Gollop erklärte die Errichtung von Mega Primus damals mit der Verschmutzung der Erde und dass der Menschheit quasi kein anderer Lebensraum mehr blieb, als diese selbsterhaltenden Megapolen zu konstruieren.
David wandelte Julians Apocalypse-Handlung in ein Ablenkungsmanöver der Aliens um, welches darum ging, XCOM zu beschäftigen, während sie die eigentliche Invasion der Erde vorbereiteten. Im Verlauf der Genesis-Handlung hätte der Spieler aufgedeckt, dass die Außerirdischen die Erde für ihre Bedürfnisse terraformten. Wäre er siegreich aus dem Spiel hervorgegangen, hätte er den Terraforming-Prozess umgekehrt und dadurch eine makellose Erde wiederhergestellt, was der Hauptgrund für den Genesis-Titel war. Das Spiel hätte sämtliche Mechaniken der ersten beiden Titel aufgegriffen, von der Geoscape über den Basenbau bis hin zu den taktischen Einsätzen. Wobei der Spieler von der Sternenfähre Tranquility im Orbit der Erde aus agiert hätte und im Verlauf der Story drei weitere Sternenfähren aus dem vorangegangenen Krieg hätte restaurieren können. Von dort aus wäre XCOM zu Land- und Wassermissionen aufgebrochen, wofür David sowohl UFO-Aliens wie Serral, Sectoids oder Mutons, als auch Terror from the Deep-Kreaturen wie Aquatoids, Tessodes oder Halluzinoids vorgesehen hatte. Aufgrund der Klassen, die XCOM Alliance parallel einführte, hätten sich unzählige Feinde ebenfalls in Grunts, Elites und Leader unterteilt. Ebenso hätte Genesis die verrückten außerirdischen Pflanzen der ersten drei Spiele als Feinde eingebunden. Zu ihrer Bekämpfung hätte das Spiel tragbare Versionen der Interceptor-Waffen und unzählige neue umfasst. Zum Schutz der Soldaten hätten ebenso sechs neue Rüstungstypen zur Verfügung gestanden, unter anderem eine Stealth-Armor, die auf den neuen unsichtbaren Stalker-Attentätern basierten und Rüstungen, die ihre Träger gegen psionische Angriffe immunisierten. Bedauerlicherweise kam es nie dazu, denn am 7. Dezember 1999, sechs Monate nach Projektbeginn, verkündete Tony Parks, Hasbro Interactives Vizepräsident, der Chapel Hill Belegschaft die Schließung des Studios. An dem Tag verloren 2200 Hasbro Interactive Angestellte ihre Jobs. Neben Chapel Hill schloss Hasbro ebenso das ursprüngliche Spectrum Holobyte Studio in Alameda, Kalifornien. Der Konzern tat das, um Verluste abzuschreiben. Was bedeutete, damit die Abschreibung gelang, durfte der Gamecode, die Artworks und alles andere von XCOM Genesis nicht weiterverwendet werden. Gut ein halbes Jahr darauf, im Juli 2000, lief im MicroPros Hauptsitz die Produktion von XCOM Enforcer an. Angetrieben von Ego-Shootern wie Duke Nukem 3D, Rise of the Triad oder Quake, wollte Designer Will G. ebenfalls deren Fans ins XCOM-Universum holen. Weshalb er die Unreal Engine nutzte, um einen Arcade-Shooter im Stil von Smash TV und Gauntlet zu kreieren. Wills Ziel bestand darin, unaufhörlich Wellen von 10 oder 20 Feinden auf den Spieler einströmen zu lassen, weshalb er die Third-Person statt Ego-Perspektive für sein Werk wählte. Storytechnisch siedelte er XCOM Enforcer parallel zu UFO Enemy Unknown im ersten Alien-Krieg an. In XCOMs fiktivem 1999 sorgte die ausbleibende Finanzierung in einigen Schlüsselländern dafür, dass die XCOM-Präsenz rar gesät blieb und Forschungsprojekte eingestellt wurden. Der Bau der ultimativen Alien-Kampfmaschine, dem Enforcer, zählte zu diesen Projekten. Aber Professor Abel Standard weigerte sich, das Projekt aufzugeben und vollendete seine Androidenschöpfung ohne XCOMs Zutun. Besagten Professor basierte Will auf dem typischen verrückten Wissenschaftler, den schon Doc Brown in Zurück in die Zukunft verkörperte. Dazu nahm er die Lieblings-Aliens der Fans aus Enemy Unknown, variierte sie in Untergruppen wie Mutant Grunts oder Mutant Troopers und dachte sich einige neue wie Hunter Killer oder Silverbacks aus. Gerade dabei distanzierte sich XCOM Enforcer wohl am stärksten von Davids penibel gepflegtem Universum, denn einige der Feinde büßten ihre bekannten Fähigkeiten ein. Aber Wills Fokus lag primär auf dem Spaßfaktor, nicht Realismus, weshalb er sich bei der Wahl der Austragungsorte auch nur zwei Fragen stellte. Wo würden Aliens eindringen und was wäre ein cooler Ort, um 200 von ihnen zu töten? Deshalb reichten die 35 Level von Canyons und Abwasserkanälen über ein Footballfeld und Trailerpark bis hin zu einem Alien-Raumschiff. Leveldesigner Chad Steingraber, der schon an dem XCOM-E-Mail-Game arbeitete, baute außerdem seinen Arctic-Level des Postspielchens in der Unreal Engine nach.
Und als ehemaliger Bewohner Los Angeles steuerte er ebenso eine alien-infizierte Version des Getty Museum of Fine Art bei. Abgesehen von den Standardwaffen der typischen damaligen Shooter, dachte sich Will Woman wie die Freeze Gun, Fusion Rifle, Lightning Gun oder Psycannon aus, jede von ihnen individuell durch Power-Ups aufrüstbar. Hinzu gesellten sich Gimmicks wie Repair Packs, Missile Strikes oder ein Stasisfeld, das die Zeit anhielt. Als dann Anfang 2001 feststand, dass XCOM Alliance nicht wie prophezeit fertig werden würde und MicroProse somit nichts für die E3 vorzuzeigen hatte, beschleunigten sie stattdessen die Produktion ihres Arcade-Shooters. Wodurch XCOM Enforcer zur Überraschung der XCOM-Fangemeinde Ende April 2001 in den Regalen stand. Dort blieb es leider auch. Die Presse zerriss das Spiel mit einer Durchschnittswertung von 65%. Sie bemängelten nicht nur den äußerst knackigen Schwierigkeitsgrad, sondern ebenso, dass man nur zwischen den Leveln speichern konnte. Zudem erschloss es sich keinem Tester, warum die angeblich ultimative Alien-Vernichtungswaffe nur eine einzige Waffe mit sich herumtragen konnte. Mehr als ein halbes Jahrzehnt zuvor, als das britische MicroProse-Studio Terror from the Deep vollendete, kamen deren Produzent Stuart White und Apocalypse-Produzent Andrew Williams beim Gucken von James Camerons Aliens auf eine Idee. Sie wollten den Einsatz der Colonial Marines mit dem Spielprinzip von Hired Guns kombinieren. Letzteres war 2 Jahre zuvor durch Scott Johnston bei DMA Design entstanden, der aber mittlerweile Teil von MicroProse Chipping Salisbury Team war. Ähnlich wie in den XCOM-Strategiespielen sollte der Spieler dabei eine Squad aus 4 Soldaten durch alien-infizierte Einrichtungen steuern, nur eben als taktischen Shooter in texturierten 3D-Landschaften. Hinzu kamen innovative Multiplayer-Einfälle wie das der serverbetreibende Spieler in die Rolle von Lieutenant Gorman schlüpfte, der sämtliche Marines per Monitor überwachte und koordinierte. Ein weiterer wichtiger Faktor ihres Designs sollten verformbare Landschaften werden. Etwas, das damalige 3D-Engines nicht leisteten. Lediglich Volitions Geomod-Engine von Red Faction wies ansatzweise ähnliche Features auf. Geschichtlich sollte ihr Werk in der Erholungsphase des XCOM-Universums spielen, also nach dem zweiten Alien-Krieg von Terror from the Deep und vor der Ausbreitung der Menschheit in andere Sonnensysteme, wie es Interceptor beschrieb. In dieser Periode, genauer gesagt im Jahr 2062, entsandte die Erde mit der UGS Patton eine Forschungsexpedition zum Mars. Die Wissenschaftler sollten die Ruinen der einstigen Cydonia-Basis erneut gründlich absuchen, um vielleicht Ausrüstung zu finden, welche die grobmotorischen Soldaten zuvor mit ihrem Halbwissen übersahen. Da von Cydonia keinerlei Gefahr mehr ausging, sparten sie wertvollen Platz und verzichteten auf Massenvernichtungswaffen. Doch als die UGS Patton den Mars-Orbit erreichte, löste sie unwissentlich Sensoren tief unter der Cydonia-Ruine aus. Infolgedessen öffnete sich ein Dimensionstor enormer Kraft und ein Energiestrahl zog das Schiff in ein künstliches Wurmloch. Als die Schiffssysteme erneut zum Leben erwachten, taumelte die Brückenbesatzung zu den Monitoren und fand sich im Orbit eines unbekannten Planeten 60 Lichtjahre von der Erde entfernt wieder. Was sich aber als noch viel fataler erwies, war die Raumschlacht um sie herum. Kleine Alienjäger flogen Selbstmordangriffe auf das Kommandoschiff der verteidigenden außerirdischen Flotte. In dem Moment, wo das Kommandoschiff auf den Planeten stürzte, nahm die UGS Patton reißaus, jedoch verfolgt von den unbekannten Angreifern. Im Verlauf der ersten Mission sollte der Spieler mehr über den Krieg zwischen den Sektoids sowie den neuen Ascidians erfahren und sich mit ersteren verbünden, wodurch sich der Hintergrund für den Spieltitel XCOM Alliance erklärte. Das Chipping Salisbury Team arbeitete gut ein Jahr an einer passenden Engine, bis sie im August 1996 ihr Konzept der verformbaren Landschaften verwarfen und stattdessen Epic Mega Games Unreal Engine lizenzierten. Im gleichen Jahr begannen Spectrum Holobytes Entlassungen und ein weiteres Jahr später stand das Unternehmen kurz vor dem Konkurs. Eine Zeit lang sah es so aus, als würde GT Interactive MicroProse übernehmen,
Doch die Fusion schlug nach 2 Verhandlungsmonaten fehl. Diese Ereignisse sahen alle Schlüsselpersonen des Alliance-Teams als Signal, sich neue Jobs zu suchen. Scott Johnston wurde zum Leiter von Eidos Interactives Twisted Pair Studio, Andrew Williams stieg zum Projektmanager von GT Interactives The War of the Worlds auf und Stuart White produzierte für Electronic Arts Populous The Beginning. Von da an hing die Zukunft des Taktik-Shooters in der Schwebe. Dennoch dauerte es ein weiteres halbes Jahr, bis David Ellis von der neuen Hasbro-Führung den Auftrag erhielt, nach Großbritannien zu fliegen und der Belegschaft die Einstellung des Spiels zu verkünden. Zur ungefähr gleichen Zeit arbeitete das ehemalige Star Trek Klingon Honor Guard Team in Microprose Hunt Valley Hauptsitz an einem G.I. Joe-Spiel, welches Hasbro Interactive ebenfalls einstellte. Als gewissermaßen letzte Überlebende der unaufhörlichen Studioschließungen erhielten sie die Option, XCOM Alliance fortführen zu dürfen. Das gesamte Team bestand aus Langzeitfans der XCOM-Reihe und hatte zuvor bereits begeistert die ersten Level ihrer britischen Kollegen bewundert. Für sie stand fest, sie müssten XCOM Alliance vollenden. Weshalb European Airwar-Produzent Martin de Riso im April 1999 die Entwicklungsleitung übernahm und Klingon Honor Guards Lead-Designer Chris Clark das Design überarbeitete. Die beiden hatten schon in den früheren Spielen ihre Squad-Mitglieder nach ihren Freunden benannt und brannten darauf, sie nun aliensartig durch enge Korridore zu führen. Auch wenn sie grundlegend auf dem Konzept ihrer britischen Kollegen aufbauten, durchlief XCOM Alliance doch ein umfangreiches Remake. Grafiker Robert Casman überarbeitete die Rüstung der Soldaten zu einem eher Space Marine-ähnlichen Look. Die Unreal Engine-Basis blieb, doch erweiterte sie Software-Engineer Chris Kuhn um ein Skelettmodell für lebensechte Animationen, was einen Weg für Emotionen der Soldaten ebnete. Denn die überwiegend weiblichen Trooper, die dem Spieler zur Verfügung stehen sollten, waren umfunktionierte Wissenschaftler der UGS Patton. Als solche besaßen sie nur eine Basisausbildung für Waffen und wurden in Alien-Einrichtungen schnell von Paranoia geplagt. Dabei schauten die Soldaten ständig über die eigene Schulter. Ähnliche Symptome sollten sie beim Tod eines Kameraden veranschaulichen. Denn das Alliance-Team brachte ebenso freundschaftliche Beziehungen ins Spiel ein, wodurch Soldaten im Todesfall eines Freundes in Trauer verfielen und nur noch langsam von übergebeugt durch die Gänge schlürften. Die bewährten XCOM-Charakterattribute wie Zielgenauigkeit, Geschwindigkeit und so weiter erweiterte das Hunt Valley Team um ein zusätzliches Fähigkeitensystem, was lebenswichtig für die Missionen wurde. So konnten Soldaten zu Sprengstoffexperten für Zerstörungseinsätze oder Computerspezialisten werden, wenn es darum ging, Sicherheitssysteme zu hacken oder Daten herunterzuladen. Auf diese Weise musste der Spieler beispielsweise einen Xenolinguisten heranzüchten, der assidianische Freskomalereien analysieren und dadurch deren Sprache erlernen konnte. Denn auf diese Art sollte sich langsam aber sicher der Plot entfalten. Für alle 13 Missionen in 20 separaten Leveln durfte der Spieler bis zu 3 Soldaten auswählen. Die übrigen verblieben auf der Patton und gingen XCOM-typisch Forschungsaufgaben nach. Auch wenn die USG Patton keine Fertigungsanlage besaß, sollte der Spieler durch die Forschung zumindest außerirdische Ausrüstung verwenden können. Wie schon in Unreal selbst sollten die Level stufenlose Übergänge von Innenräumen zu Außenarealen bieten. So gab es beispielsweise einen Einsatz auf einem gigantischen Sandcrawler-ähnlichen Fahrzeug in der Wüste. Der Spieler musste ihn stürmen und an Bord klettern, wodurch das Spiel von der weiten Wüstenlandschaft zum Fahrzeuginneren wechselte. Neben dieser eindrucksvollen Singleplayer-Kampagne arbeitete das Microprose-Team ebenso an einem Co-op-Modus für selbige. Deathmatches, Team-Deathmatches und Capture-the-Flag-Partien, bei denen der Spieler sowohl Trooper als auch Aliens verkörpern durfte. Bis Januar 2000 war XCOM Alliance zu gut 60% fertig, dann lag es kurzfristig auf Eis, um die XCOM Enforcer-Entwicklung zu beschleunigen. Als dann jedoch Enfant Ram im Januar 2001 Hasbro Interactive kaufte, geschah dasselbe wie zuvor in Chip-in-Salisbury. Schlüsselfiguren wie Chris Kuhn oder Chris Clark suchten sich neue Jobs.
Bis Ende Januar 2002 war ungewiss, ob XCOM Alliance überhaupt noch ein Thema war. Dann stellte Enfant Ram es offiziell ein. Microprose letztes verbleibendes Studio in Hunt Valley schloss Ende des Folgejahres endgültig die Pforten. Die XCOM-Lizenz, genauso wie Microprose andere Strategiespiel-IPs, erwarb 2004 Take-Two Interactive, wo Sid Meiers zweite Firma, Firaxis, den Franchise 2012 mit XCOM Enemy Unknown neu auflegte. Mit einer 89-Punkte-Durchschnittswertung und zahlreichen Game of the Year Awards knüpfte es an den Erfolg des Originals an. XCOM-Vater Julian Gollop versuchte sich bereits parallel zu XCOM Enforcer mit The Dreamland Chronicles Freedom Ridge an einem Remake des Spiels, was durch Virgin Interactive Entertainments Auflösung jedoch eingestellt wurde. Dennoch blieb er den Strategiespielen treu. Mit Chaos Reborn legte Julian 2015 Chaos The Battle of Wizards neu auf und im Dezember 2019 schuf er mit Phoenix Point endlich seinen geistigen Nachfolger der XCOM-Reihe.